spielt Fußball. Lundulosela. Lundulosela. Die Fußball-WM 2010 in Südafrika. In Hitradio Ö3. Man kann quasi die Stunden zählen. Freitag geht's los. Und ja, Österreich spielt nicht mit, aber sie haben sicherlich trotzdem viel Freude dran. Und Österreich spielt nicht mit, kann man so eigentlich überhaupt nicht sagen. Immerhin, das größte Stadion Afrikas im Südwesten von Johannesburg ist Mainz in Austria. Ö3-Reporterin Annemarie Neubauer hat jenes Unternehmen besucht, das durchaus an der WM teilnimmt. Nummer 12 und 13 im Panini-Sticker-Album zeigen das Soccer City Stadium in Johannesburg und das hat sein Gesicht aus Maishofen. Hier im Werk haben die 330 Mitarbeiter von Wolfgang Rieder die 40.000 Glasfaserbetonelemente hergestellt. Wir haben die komplette Außenhülle von Soccer City geliefert. Also der Architekt wollte eine afrikanische Calabash, das ist ein Tongefäß, schaffen. Und die Farben kommen eben aus Österreich, obwohl sie sehr afrikanisch ausschauen. Österreich ist bei dem Eröffnungsspiel und beim Finalspiel zumindest an der Fassade dabei. In den landestypischen erdigen Brauntönen, Terrakotta oder Elfenbein leuchtet das Stadion. Aufmerksam geworden ist der afrikanische Architekt auf das Salzburger Unternehmen übers Internet. Es war wirklich Glück. Wir verschicken so E-Mail-Newsletter und da ist ein Bauprojekt von uns mit diesen afrikanischen Farben. Das war irgendwie ein perfekter Match. Mit dem Know-how für eine schnelle Bauzeit haben die Salzburger sogar billiger als die Chinesen mit ihrer Aluhülle anbieten können und so den 10 Millionen Euro Auftrag an Land gezogen. Geschäftsführer Wolfgang Rieder war selbst laufend in Südafrika und will bald unten investieren. Ich kann ein paar Worte in Xhosa sagen. Epa. Also das ist halt so, wie geht's und servus. Also irgendwie ist mein Herz schon irgendwie dort geblieben, weil ich als junger Unternehmer hätte in Österreich und Europa sicher nicht die Chance gekriegt. Und irgendwie habe ich mich in Afrika verliebt und Afrika war gut zu mir, also möchte ich was zurückgeben. Die ganze Welt wird ab übermorgen Fußball-WM schauen und Österreich sehen mit dem Soccer City Stadium in Johannesburg. Ich glaube, dass es eine tolle WM wird, weil es einfach ein tolles Land ist und wirklich eine Begeisterung. Man spürt es jetzt schon, also dass diese Welle und diese Begeisterung einfach da ist und es ist einfach eine coole Stimmung vorher. In Maishofen, Annemarie Neubauer, Ö3 in Salzburg. Sie müssen sich vorstellen, knapp 3 Millionen Menschen sollen während der Fußball-WM in die Stadien kommen. Eine 500.000 WM-Touristen werden während der WM in Südafrika erwartet. Es ist prinzipiell natürlich ein unsicheres Land. Aber auch zur WM? Noch letzte Woche haben wir berichtet, dass die Möglichkeit eines Terroranschlags während der WM als sehr hoch eingeschätzt worden ist. Was es dazu Neues gibt, hören Sie im Frühjournal. In 10 Minuten um 7 auf Ö3.